Konnichiwa, Anime und Game Otakus, willkommen zurück. Wir haben hier nicht so schöne Spuren gefunden. Ich denke mal, unser Freund wird tot sein oder so. Sind das Schüsse? Ich weiß es nicht. Wir gucken gleich. Erstmal ein bisschen sammeln. Da ist noch etwas. Beschreibung eines Monsters. Ganz offensichtlich gibt es in jedem Erdteil einen eigenen Mythos über eine zweibeinige Kreatur, die im Wald lebt. In dieser Gegend kennt man sie als den Sisimite, den Hüter des Waldes. Er wird als großes affenähnliches Wesen beschrieben, das männliche Menschen angeblich sofort tötet, während es Frauen in seine Höhle bringt, um sich mit ihnen zu paaren. Natürlich sind wir auch jetzt so weiblich, ne? Und natürlich ist jetzt auf einmal das Blut da und er ist männlich, unser Kumpane. Oh mein Gott. Ist ein Mythos, ist nicht wahr. Es wird jetzt nicht passieren. Oh bitte, es kommt jetzt nicht irgendwas, was uns wirklich mitnehmen möchte und sich mit uns paaren möchte. Das wäre echt widerlich. Miguel? Miguel, lebst du noch? Ich sehe zwar schwarz, aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Das ist eine richtige Menge Blut. Ich glaube nicht, dass der noch lebt. Entweder ist es ein Raubtier. Ich höre da schon eine Miezekatze. Das ist ein wunderschönes Tier. Aber ich habe Angst und Respekt. Das Kätzchen mag ich. Oh mein Gott, okay, ich mag es doch nicht. Okay. Uiuiui. Ach du heilige Scheiße. Das ist so wie im ersten Teil mit den Wölfen. Heilige Scheiße. Mietz, Mietz, Mietz. Ich finde Jaguar richtig geil. Das sind sehr schöne Tiere. Ich will die bloß nicht als Gegner haben. Habt ihr das gesehen mit den Augen? Das sah richtig beeindruckend aus. Also das sah echt cool aus. Greifen die mich jetzt an? Sie läuft sehr langsam. Ich denke mal schon. Oh, ich erschrecke mich doch mal so schnell. Mietz, Mietz, Mietz! Das springt mich wahrscheinlich. Vorsichtig sein. Natürlich können sie auf die Bäume rumkrabbeln. Das ist doch Kacke für mich. Oh, das wird mich jetzt sowas von angreifen, ne? Das ist so eine richtig eklige Position jetzt. Verdammt! Warum läufst du dem Jaguar hinterher? Ich weiß es nicht. Lara, wer hat dir ins Hirn geschissen? Und folgt diesem Tier nicht. Wobei, wir haben eigentlich keine andere Wahl, ne? Hoffentlich sind wir jetzt nicht in die Jaguare besiegen. Das ist es. Hey! Boah, du bist ja ganz schnell. Das ist ja voll kacke. Oh Mann, ja. Scheiße, geh kacken, Miezekatze. Geh Whiskers essen, weil die Kacke heißt. Wie heißt denn das Katzenfutter? Ich kenne mich nicht mehr aus. Oh
Ja, natürlich. Trifft mich trotzdem. Hau ab! Mami! Mami! Oh mein Gott, verpiss dich! Alter, hat der Zähne! Oh, ist sie riesig! Ist die wirklich so groß? Also der Vergleich... Ich weiß nicht, wie groß... Ich habe jetzt keinen Menschen und einen Jaguar im Vergleich. Okay, ich habe langsam Angst auf... Nein. Ist gut. Der lässt uns leben. Wahrscheinlich sind wir jetzt Oberhaupt. What the fuck? Was zur Hölle? Der sah auf jeden Fall anders aus, ne? War das das Alpha-Männchen? Ich hab keine Ahnung. Das Vieh war auf jeden Fall sehr groß. Oder Lara ist einfach nur sehr klein. Ich weiß es nicht. Das war jetzt übel, ne? So, wenn man die Steuerung noch überhaupt nicht drauf hat, war das echt knapp. Was ist jetzt aber mit Miguel oder wie der heißt? Ja. Unser Freund. Also, das war schon interessant. Das war auf jeden Fall besser als das mit den Wölfen damals. Da kamen ja einige aus dem Busch raus. Fand ich sehr interessant, dass der uns jetzt am Leben gelassen hat. Vielleicht respektiert er jetzt uns, weil wir diesen Kampf überlebt haben. Das kann sein, dass wir den nochmal begegnen, oder? Das wäre krass, wenn wir den nochmal begegnen, dass das halt auch, dass dieses Tier auch eine Rolle spielt oder so. Das wäre cool. Mal abwarten. Vielleicht wird es unser Freund, unser Laras Haustier. Ah, oh, das war aber gerade... Übel, übel. So, ist voll. Sie rennt gerade nicht. Oh nein. Das gehört ist nicht da. Jonah? Jonah? Ja, Jonah drin, oder? Ich krieg EP. Traurigerweise. Gibt's denn da irgendwas zum Sammeln oder so? Nö, ne? Ich wette, im Dschungel haben die bestimmt so komische Sachen aufgehangen. Totems oder was weiß ich, dass man die abschießen muss. Dass man die im Wald auch gar nicht erst findet. Hundertprozentig. Was ist das hier? Achso, ist irgendeine Schriftrolle oder so. Tagebuch, 6. Juni. Genau. Vater zeigt sich uns gegenüber enthusiastischer denn je. Aber ich habe Zweifel. Einmal habe ich mitten in der Nacht beobachtet, wie das Weiß seiner Augen das Mondlicht widerspiegelte und sein leerer Blick auf den Stern ruhte. Hätte er mir nicht früher all diese Geschichten über den Amazonas erzählt, würde ich sagen, dieser Blick war voller Bedauern, wenn nicht sogar Trauer gewesen. Aber vielleicht stören ihn ja auch nur die Insekten, die immer wieder einen Weg durch unsere Moskitonetze finden. Ich bin mal gespannt, ob wir noch mehr finden von dem Tagebuch. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, die Geschichte.
da ist noch mehr. Yay. 1. August. Wir finden heute Nacht keinen Schlaf. Der Dschungel ist aufgebracht und auch der Mond versagt uns seine Unterstützung. So tief im Urwald schweift die menschliche Vorstellungskraft endlos durch die Dunkelheit. Ich kann hören, wie der Dschungel um mich herum atmet. Sein tiefes Grollen lässt den Boden unter uns erzittern und seine manische Energie raschelt in den Bäumen über uns. Der Schlaf liegt wie Blei auf unserer Suche und übermannt uns in den ungünstigsten Momenten. Einmal ist Vater während des Laufens eingenickt, die Hand gerade noch an seinem Wanderstab. Wir haben keinen Proviant mehr und ernähren uns nur noch von Beeren und Regenwasser. Und doch sind wir beide zu dickköpfig, um aufzugeben. Ich fürchte, genau diese Sturheit, die uns bis hierher gebracht hat, könnte auch unseren Tod bedeuten. Na, ich hoffe nicht, dass das euer Tod wird. Also, nicht, dass es so eine tragische Geschichte wird. Das wäre blöd. Hier muss ich nicht lang, also gehe ich hier lang. Vielleicht bereue ich es noch, ich weiß es nicht. Ich krieg dafür EP, ich kann nichts dafür. Oh, ich muss doch hier lang. Dann möchte ich aber hier nicht lang. Ich möchte mich halt ein bisschen umschauen. Expedition! Der war gut, Lara. Der war super. Fehlende Ausrüstung. Okay, ich komme hier gar nicht weiter. Ist ja natürlich nicht so schön. Das ist schon mal so ein Wrackteil. Mal kurz nach oben. Luft. Was ist das hier? Haha! Eine Tasche! Was ist da drin? Karte aktualisiert. Sind jetzt die Sachen... Ich verstehe das immer noch nicht mit der Karte. Sind die Sachen, die jetzt hier, die aufleuchten, habe ich noch nicht gefunden wahrscheinlich. Und die so verblasst aussehen, also wie das Dokument hier, die habe ich wahrscheinlich schon, ne? Würde ich mal vermuten. Denke ich mal. Ich glaube, so war das. Hier noch irgendwas im Wasser ist? Ich denke nicht. Doch, da war irgendwas, oder? Okay, ich habe Halluzination. So, mir fehlt ja diese Ausrüstung, also brauche ich da gar nicht erst weiter. Hallo. Ich würde aber gern hier rüber. Ich sehe doch, dass da was blinkt. Aber sie springt nicht. Das ist kacke. Also sie nimmt keinen Anlauf. Deswegen sie trabt nur so rum durch die Gegend. Ich kann leider nicht rennen. Und ich stotter gerade wie, weiß ich nicht. Hilfe. So, wenigstens macht sie das hier. Ich kann leider überhaupt nicht gerade rennen. Das bräuchte ich nämlich jetzt. Da nach oben. Wahrscheinlich, weil das Wrack hier ist. Bist du da? Ich hoffe, wir finden jetzt keine Leiche. Mal kurz die Cam wegmachen. Oh.
Das ist das, was wir brauchen. Endlich. Hat er es mit Absicht dagelassen? Das... Jonah! Er hat gar nichts in der Hand! Oder ist er verletzt? Ich dachte, er bringt Holz. Oh. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Ach, Miguel hieß er. Ich habe Miguel gesagt. Wow. Ach stimmt, das war die Leiche dann. Oh Gott. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich habe nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Oh nein, oh bitte, dieses Spiel ist so eklig, ne? Und du weißt, also, was du tust? Ja, klar. Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Das ist toll. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Ja, leider. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Er hat recht. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Ew. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Pfui, Teufel. Mein Cousin hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Ja, das ist schön rauftreten. Geil. Danke. Die beiden sind ein tolles Team. Gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Yay. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Jetzt gehen wir zusammen. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Der Jago ihn geschnappt hat, ne? Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte rausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Oh je. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Ist er noch da? Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvak Jako, okay? Ja. Ich wollte sie jetzt nicht unterbrechen. Ich möchte halt hier auch noch ein bisschen die Sachen weißt sammeln, du, die hier in dieser Umgebung sind. Würde ich's verstehen. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich's verstehen. Es ist keine Rache. Aber... Ich werde jetzt aber gleich wieder einen Cut machen. Ich gehe zum Lagerfeuer. Dann schauen wir noch mal, was wir hier machen können. Vielleicht habe ich einen Punkt. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Ja. Vor allem, nachdem Miguel... Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare.
Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Die Pfeile wieder zu erlangen, wäre nicht schlecht. Ja, okay, machen wir das hier. Das sind so viele Sachen. Wow. Bin sehr gespannt. Inventar. Ich habe jetzt hier noch, was ich machen kann. Moment. Upgrades herstellen. Waffen-Upgrades benötigen Waffenteile, Ressourcen und Fähigkeiten. Wähle im Inventar. Okay, das kennen wir ja eigentlich. 4 Upgrades verfügbar. Die ist besser, ne? Ja. Aber da kann ich nichts upgraden. Schauen wir mal kurz. Die Ressourcen reichen nicht mehr. Okay. Trotzdem ist die andere besser. Puka Hooks Bogen. Bogen für das berühmten Kräuterkundlers Puka Hook. Geil. Puka Hook. Achso, ich habe ja noch, habe ich noch andere Sachen? Nee, ne? Ich mach mal das hier mit dem Bonus-EP, oder? Einfach mal die Sachen ein bisschen so rumtesten und anziehen. Ich mag sowas. Und die Klamotten. Okay, ich darf da nicht hin. Schade. Warum darf ich immer noch nicht rennen? Das ist ja doof. Ohne Rennen ist doof. Im Grunde könnte ich jetzt eigentlich dort zurückgehen und da hochklettern, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Weil ich nicht rennen kann. Ich kann nicht wirklich dann rüberspringen. Ich muss wahrscheinlich mit ihm jetzt gehen. Aber ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann.